Da sind wir wieder bei einem neuen Making-of und diesmal höre ich mich wahrscheinlich ein bisschen erkältet an. Ich habe ein bisschen Kratzen im Hals. Hoffe aber, dass das kann man als Rauschen im Hintergrund abstempeln. Und wir befinden uns auf einer Okay. Wiese in der Nähe eines Weges. Und warum, Goran? Weil wir. Weil wir diesmal wieder was bauen. Ja, nein, wir Zur sind Abwechslung. Wegelagerer. Okay, nein, wir bauen was. Und zwar haben wir uns entschieden, heute eine Gaststätte zu bauen. Die ja so ein bisschen in der Wildnis verteilt sind. Also nicht nur eine. Oder die eine Gaststätte ist verteilt in der ganzen Wildnis. Also hier ist so ein Raum. Das andere ist dahin. Nee, mehrere Gaststätten sind in der Wildnis so ein bisschen verteilt, die mehr oder weniger in Koexistenz zu den Heilschreinen existieren sollen. So dass das so ein bisschen, man kann sich mal da in eine Gaststätte begeben oder man rennt halt zu einem Heilschrein. Das ist so hoffentlich gleich auf. Und sieht halt ein bisschen spannender aus, wenn da mal auch ein Haus steht, als einfach nur ein Schrein. Und bevor wir anfangen, wollte ich nochmal ganz kurz eine Entschuldigung geben, weil momentan kommen ja so ein bisschen wenig Videos von uns. Das hat natürlich Gründe. Und zwar Naturellement. ist es ja momentan so, dass wir extrem hier beschäftigt sind, den Server vorzubereiten. Und das nimmt uns ja eigentlich auch sehr ein. Und entsprechend gibt es aber auch nicht viele Sachen, wo es sich lohnt, eine Kamera drauf zu halten. Und es ist ja nicht nur Bauen, was uns Server vorbereiten angeht, sondern auch viel hinter den Kulissen. Und ja, aus dem Grund ist es halt schwierig, da immer was zu filmen. Aber diesmal mit der Gaststätte wollen wir mal wieder was filmen, was vielleicht interessant ist. Und die Gaststätte, haben wir vorhin schon gesagt, wäre vielleicht sinnvoll, da ein Tee rauszumachen. Wobei, ich glaube, warte mal, wir haben nach hierhin viel mehr Platz. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht schon so machen sollen. Ja. Erstmal den Also so eng, Grundausstatt. wie es vorhin war, wollte ich es ja nicht machen. Ach so, ja, das sah gerade so aus, als So, in welcher Richtung geht das Tee jetzt auf? ich würde sagen, nach Osten und nach Westen. Also, jetzt einfach den Balken Also oben. so. Ja, genau. Okay. Auch Alle Seiten gleich lang, Fünfer oder? Abstand, ja, bevor wir uns da irgendwo dann ins Knie pissen, wollte ich schon sagen. Wie heißt das? Ins Knie schießen, so. Ans Knie pissen. Ja. Oder Ans ins Knie. Bein pinkeln, so. Ja, oder ins Knie schießen gibt's, glaube ich, auch. Oh Mann, ich weiß schon, wie die Folge heißt. Ans Knie pissen. Oh, So. so. Und wir haben uns schon hier gedacht bei dem Gebäude. Oh, das soll jetzt nicht irgendwie ein Haus sein, was wieder diesen typischen Salzwacht-Look bekommt, sondern schon ein bisschen anders, weil es halt mehr oder weniger eine eigenständige Instanz ist. Das bringt ja jetzt nichts, wenn wir überall in der Welt mehr oder weniger ein Designkonzept haben. Das bringt ja auch nichts. Und ich würde sagen, wir machen das Ding, die Pfosten jetzt einfach mal Vierer hoch. Von dem Grundlevel aus. Also manche sind vielleicht Fünfer hoch, weil sie tiefer stehen. Alles klar. Holz oder Stein unten? Ich würde auf jeden Fall eine Reihe Steinfundament machen. Das ist halt immer so ganz cool. Ja, Aber Kobel aus oder Kobble. nehmen wir dann das andere, Stone Wir Bricks. können auch mal polierten Andesit oder so nehmen. Aber eigentlich macht Kobble am meisten Sinn, weil wir da auch Treppen haben. Und das sieht halt rustikaler aus als Stone Brick. Okay. Wir haben übrigens uns noch ein bisschen gedacht, dass wir. Also das ist ja hier eine Gaststätte. Wir haben eigentlich grundlegend immer vor, okay, man könnte da drin auch schlafen. Also eine allgemeine Herberge muss nicht nur was zum Essen sein. Aber hier soll das jetzt eher mehr wirklich nur zum Essen sein. Das heißt, Ist hier, ja.
Es wird sehr hoch, trotzdem, weil wir ja einen großen Grundriss haben. Wir haben auch uns schon gedacht, okay, wir machen ein spitzes Dach. Also ein Dach ist ja meistens spitz, aber ein steileres Dach als 45 Grad. Genau. Wie wollen wir das machen mit dem Wirt? Schläft er oder wohnt er hier? Ja, ist ja in der Wildnis, das wäre jetzt doof, wenn wir da was anderes Ja, irgendwie interpretieren. wir haben auch schon zwei, drei weitere Gaststätten fertig. Und da ist es halt teilweise so, genau das sind entweder Herbergen und auch an einigen, da schläft der Wirt sozusagen auch im Haus mit. Wir haben aber auch eine, nee, zwei haben wir sogar schon. Das sind entweder nur zum Essen und der Wirt, der pennt auswärts, beziehungsweise auch eine Herberge, wo der Wirt auswärts pennt. Ich hab. Ja. Obwohl es Weil. eigentlich unlogisch, ne? Ja. Eine Herberge und der Besitzer pennt auswärts und die ganzen Leute, die übernachten, die pennen da. Wo haben wir das denn gemacht? Das wusste ich noch gar nicht. Bei dem Waldding. Am Waldpfad haben wir die genannt. Da pennt er aus. Ach so, ja. Nee, lass da einfach machen, dass wir dann da ein Schild von. Für den Besitzer machen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Weil Ja. das ist dann eher unlogisch. Ich habe jetzt eine Idee. Und zwar, also eigentlich zwei Ideen, entweder oder. Entweder wir machen hier so ein offenes Feuer in der Mitte des Raumes, also so typisch, Ja. ja, ich weiß gar nicht, wie man diese Kochstellen nennt. Oder wir machen jetzt mehr oder weniger hier so ein Kamin, ungefähr die Breite. Schließen daran dann so einen Raum an, der ungefähr hier so rumführt. Das wäre dann die Küche oder was weiß ich, irgendwie ein Hinterraum und drumherum wären Ja. die Gastplätze. Oder halt, wie gesagt, nur so eine offene Feuerstelle. Und dann weiß ich nicht, wo gegebenenfalls Zimmer hin können. Kann hier die Tür hin? Dann könnte man theoretisch hier irgendwo eine Treppe nach oben. Ach so, wir müssen ja gucken. Die Treppe nach oben, der obere Stock ist dann halt für den Wirt, oder? Ja, wie gesagt, das wäre jetzt halt die Frage. Also wir wollen hier keine Herberge machen. Wenn wir jetzt hier hinten einen Raum machen, hätten wir eine Chance, hier eine Treppe hochzubauen. Ja. Genau. Ja, okay, dann machen wir hier sozusagen den Gastraum unten, beziehungsweise mit Küche und sozusagen so einen privaten Korridor, wo die Treppe hochgeht. Ich habe mal hier die Tür seitlich an der Front rangepackt. Gut, dann baue ich mal hier kurz nochmal so einen Rahmen. Warte, können wir direkt hier an die Ecken anschließen. Wollen wir die Wände irgendwie speziell anmalen oder aus Holz? Ich würde, also, ich finde es eigentlich cool, wenn wir da mal irgendwie aus Stained Clay irgendwie was machen. Allerdings weiß ich nicht, ob es sich schon für das Erdgeschoss lohnt. Also, wir haben ja eigentlich nur ein Geschoss. Ich würde auch hier grob den Gastraum würde ich jetzt nicht irgendwie direkt ab. Erstes OG einfach abtrennen, sondern ich würde das größtenteils so machen, dass der Gastraum einfach bis zur Decke geht und nur da, wo wirklich die Treppe und der Wirt und vielleicht Family wohnt oben, das ist dann wirklich dann nochmal abgetrennt. Aber ein Großteil des Gastraums wäre dann gegebenenfalls einfach nur leer, sag ich mal, also nach oben offen. Rot ist sehr gewagt, das ist sehr gewagt. Ich hätte da sogar eine Idee. Und zwar, dass wir die Seite, die dem hier, wo ich gerade bin, da können wir quasi noch ein erstes OG reinziehen. Ja. Und der Rest ist halt nach oben offen. Okay. Klingt gut. Ich kümmere mich mal so um die Fassade so ein bisschen. Ich guck mal, ob ich den Kamin einigermaßen hinkriege. Ja. Achso, Da ich muss kann ich ja jetzt hier. aber ganz genau aufpassen, dass ich hier jetzt nicht irgendwie was zu Kompliziertes reinbaue, was im Endeffekt gar nicht aufgeht wegen den ganzen Winkeln. Oh, perfekt. Nee, was? Ich brauche jetzt eine Farbe, die einigermaßen dunkel ist, nämlich schwarz 15. So. So.
Also der Kamin, der wird ja auch an beiden Stellen offen sein. Denke ich mal, weil... Ja, warum? Weil es gerade passt, so wenn man nach vorne hin auch noch den Kamin so aufmacht. Ich muss jetzt halt nur gucken, wie ich das jetzt ordentlich mache, dass der nicht so extrem aussieht. Also nach vorne hin kann der ruhig etwas klobiger wirken. Ja. Also. Och. Dann baue ich so. Hier kommt wieder ein Fenster hin. Eieiei. Ich würde vielleicht an den zwei Endstücken vom T würde ich keine Fenster machen, dass das so ein bisschen hinterhofmäßiger wird. Also ich würde sagen, das reicht an Fenstern im Erdgeschoss. Zumindest für den Hauptraum. Ja. Also hier, wir brauchen hier auch irgendwo noch einen Raum, wo dann halt die Treppe ist, ne? Ich habe jetzt mal hier hinten. Ja, warte. So viel Raum braucht keine Treppe. Also entweder... Ja, aber da, theoretisch braucht der Wirt ja sozusagen auch noch einen eigenen Eingang, hier, wo er dann reingeht. Ja, hier bauen wir die Treppe auf jeden Fall rein. Also hier, okay. Ne? Quasi so. Alles klar. So, jetzt. Also. Und jetzt kommt hier so ein kleiner Bautrick. Und zwar ist es ja so, dass, wenn man jetzt hier Steine hinterbaut, dass sich die Wall verbindet. Das will ich nicht. Also baue ich hier Glas ein. Aus dem Grund, dass es, wofür habe ich denn jetzt Glas hier? Normales Glas. Aus dem Grund, das haben wir zum Beispiel unten in den Salzminen oft gemacht. Oh Moment, hier geht's ja gar nicht. Ja, eine muss so sein. Ja. Als Tür nehme ich mal hier die massive Holztür. Ja. Der Grund ist, dass da keine Viecher spawnen würden. Also jetzt hier in dem Ding gehe ich mal davon aus, dass es sowieso nicht so ist. Aber, weil zum einen werden wir die Regionen bei den bei diesen Wirtshäusern, die haben eine kleine Schutzregion drumherum, dass da keine Monster spawnen. Ja. Aus dem Grund wird es hier sowieso keine Monster geben, aber ich will halt nicht, dass die hier so verbinden. Von daher macht hier Glas hin. So, ich denke mal, der Kamin, der sieht einigermaßen gut aus von der Gastseite. Von der Kochseite mache ich den auch noch ein bisschen fresh. Oh ja, der sieht super aus. Ich bin jetzt echt gerade ein bisschen am überlegen, wie ich hier vielleicht noch hier die Öfen einbaue. Also richtige Öfen. Ja. Kannst du mal an die Front kommen und sagen, wie dir das mit diesen Zäunen hier gefällt? Wie ich da über die... Ach so, ja, das sieht gut aus. Okay. Vor allem, weil die Zäune ja eigentlich auch so gebaut sind, dass sie hier so leicht versetzt sind. Das hat so ein bisschen, hat was von einer Holzgardine schon fast. ich würde aber vielleicht noch gucken, dass wir die Ränder hier nochmal irgendwie so ein bisschen vorheben. Indem wir die nochmal mit so einer Stufe dran packen. Wenn du nochmal kurz nach vorne kommst. Ja, Moment. Ah, rot ist so. Echt gewagt, aber das sieht ganz gut aus. Wir können vielleicht später nochmal gucken, ob wir mal komplett alles Rote ersetzen mit irgendeiner anderen Farbe. Ach so, die Stufen. Ja. Müssen wir jetzt natürlich komplett rumbauen. Rup, rup. Rupity, rup. Ups, rup. Zack. Ah, diese großen Pflanzen, ey. Man will... die da drum nicht vernichten, aber... Ja, ich glaube, da kann man aber eine Menge weghauen. So. Dann, aber ab und zu ist natürlich auch der Putz weg, dass man halt unten sieht, dass eigentlich die Mauern alle aus Steinen bestehen, bis auf die obere Schicht. ich mach mal hier vorne als
Schutz auch so ein Gitter hin. Dann zünden wir das mal an.